Und erneut heiße ich euch herzlich willkommen hier bei The Witcher 3 Wild Hunt und wir befinden uns gerade mitten in einer Mission bzw. in einem Auftrag, denn die Skelliger, die hier auf dieser kleinen Insel wohnen, auf der wir sind, haben auf einmal über Nacht einen Turm als Zuwachs bekommen, einen unbekannten Turm und keiner weiß, wo er herkommt. Und dort hinten hinter dem Portal steht tatsächlich der Magier, der diesen Turm in einer Auktion erstanden hat und als er ihn betreten hat, den Schutzmechanismus des Turms quasi aktiviert hat, der ursprünglich auch einem anderen Magier gehört hat. Und dann hat sich der Turm einfach durch die Gegend teleportiert und alle Eindringlinge, die jetzt hier reinkommen, uns natürlich eingeschlossen. Werden nämlich dann einfach platt gemacht. Oder bekämpft. Und wir versuchen jetzt den Turm daran zu hindern, den Schutzmechanismus auszuhebeln. Ja, und mal gucken, ob wir hier gute Chancen haben. Und ich glaube, ich muss jetzt hier vermutlich... Oh, was ist das denn? Ein Bücherregal. Kann ich da tauchen und drangehen? Hallo, tauchen? Schön. Die Sphärenkonjunktion, okay. Oh, Geralt lässt sich immer ein bisschen schwer steuern, wenn er schwimmt. Das ist ganz komisch gemacht. Okay, links oder rechts? Rechts scheint ein bisschen verborgener zu sein. Dafür werde ich wahrscheinlich hier tauchen dürfen. Oder auch nicht. Doch, tauchen. Tauchen. Okay, hier ist zu. Komme ich so nicht durch. Ich hoffe, man erkennt noch ein bisschen was. Es ist doch sehr düster hier. Okay, mal gucken, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Okay, hier geht's hoch. Okay, Aalghule werden her teleportiert. Aua. Okay, einer müsste noch. Genau, links von uns ist noch einer. Der schafft es aber gerade nicht ganz zu uns. Das ist okay. Ja, komm her. So. Oh, da kommen noch mehr. Okay, Gargoyle, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aua, aua, aua. Okay, wie komme ich dem Gargoyle am besten entgegen? Ich glaube, erstmal ein Schutzschild ist gar nicht verkehrt. Und bei dem muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ich glaube auch, dass das ein... Ist das ein Relikt? Nein. Dann wird das ein Konstrukt, glaube ich, auch sein. Geisterhybriden-Konstrukte. Ja, genau. Und da werde ich ein Konstruktöl benutzen können. Welches wir auch besitzen, glaube ich. Ganz schnell nachgucken. Okroiden, Relikt, verbessertes Negro, Geister, Gift, Hybriden, Insekten, Konstrukt. Sehr schön. Jetzt die Frage, ob wir da auch schon verbessertes herstellen können. Nein! Ich kann kein Öl im Kampf auftragen. Das ist natürlich doof. Ja. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter für uns. Tränke, 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 Tränke. Ich wollte nur mal gucken, ob ich hier neue Öle herstellen kann. Nein, kann ich nicht. Gut. Dann müssen wir den Kampf wohl so gewinnen. Okay, aber da es ein Konstrukt ist, können wir das auch gut verlangsamen. Wow. Der ist sehr gut verlangsamt. So. Sehr gut. Oh Gott, noch mehr. Oh Gott, Clan Werwolf, warum nicht? Oh, mein Schwert ist kaputt. Und mein Schwert ist kaputt, ist ja der beste Moment für sowas. Ach du Schande, ich hoffe, ich habe was zum Reparieren dabei. Das ist Rüstung, glaube ich. Oh ja. Oh, 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 oh.
Rüstung? Rüstung? Waffen. Oh, sehr gut. So, dann machen wir gleich mal... Okay, 90% sollte reichen. So, okay, weiter geht der Kampf. Werwolf, machen wir mal hier. Den hier. Ein bisschen Feuer. Okay, der hat sich ein bisschen von uns ferngehalten. So, brennen, du Wolf. Jawoll, das war richtig gut. Kommt jetzt noch was? Oh Gott, es kommt echt noch was. Eine Kuh. Was? Ernsthaft, jetzt kommt hier eine Kuh? Das ist ja nett. Also hat der Turm jetzt random irgendwelche Tiere gerufen? Irgendwelche Lebewesen? Ja, der hat es dann nicht ganz so geschafft. Wow. Aber das ist schon ein sehr interessanter, cooler Turm. Aber auch sehr düster. Ich bin doch schon wieder am Überlegen, ob wir eine Katze trinken. In Stücke gerissen. So, hier oben ist eine kleine Essecke. Herausgerissene Seite, Helferabsud. Ein Helferabsud, aha. Interessant. Schlüssel zur Bibliothek. Okay, mehr scheint hier auch gar nicht mehr zu sein. Nee, es sieht nicht so aus. War ja auch genug hier jetzt gerade. So, und ich möchte auch... wieso kann ich hier jetzt nicht speichern, bitte? Wieso nicht? Wieso kann ich jetzt hier nicht speichern? Es ist ja nicht die Möglichkeit. Naja gut, dann halt nicht. Dann müssen wir das halt ohne Speichern schaffen. Ah. Ah, okay. Geralt, bitte durch die Tür. Dankeschön. So. Sehr gut. Darf ich denn jetzt? Immer noch nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es hier gleich wieder rund geht. Okay. Wer ist wer unter den Zauberern Kovirs? Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Angewandte Golemantie. Ich muss weitersuchen. Okay, die diversen Bücher. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schrecklicher Tod. Hier? Wie und von was? Schnittpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Okay, wo soll denn jetzt hier unser Buch sein? Hier, das habe ich schon, ne? Angewandte Golemantie. Ja. Ich muss weitersuchen. Das hatte ich auch. Das... Nee, das haben wir noch nicht. Jawohl, Gottfrieds Omni-öffnendes Grimoire. Gottfrieds Omni-öffnendes Grimoire. Genau. Das ist es. Verdammte Turm will mich vergasen. Ha. Eindringling in der Bibliothek. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. Wow. Ein sehr netter Turm. Okay, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Obwohl, es gibt ja dann noch einen Raum, der sich erneut öffnen wird. Aber bis jetzt war er schon ganz schön knackig, der Turm. Ob ich hier... Ja! Ich durfte nochmal speichern. Hast du den Folianten gefunden? Oh ja, das habe ich. Wie war nochmal dieser Titel? Gottfrieds Omni-öffnendes Grimoire. Ja. Es ist eine Abhandlung. Verstanden. Bin gleich wieder zurück. Ja, wir haben... Was? Wieso? Hast du den Folianten gefunden? Klar habe ich ihn. Gedacht, wir könnten ihn ärgern. Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Das Veil
Iveren ad Vigia. Wieso hast du das vorher nicht gemacht, Sigo? Geschafft. Endlich. Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Geh voraus. Okay, aber... Aha. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Eindringling bemerkt. Angriff festgestellt. Oh Gott! Oh Gott! Wow! Wow! Halt! Oh Gott! What the heck? Wie soll ich denn... Wow! Ich darf ja nicht in die Blitze rennen. Wow! Und wieso kann ich noch keine Falle... Oh Gott! Oh Gott! Er tut sich aber, glaube ich, gerade selber weh. Aber ich glaube, die Blitze kommen auch vom Turm und nicht vom Golem. Halt! Uiuiui, das war knapp. Sehr gut. So, mein Freund. Hat's geklappt? Und wo ist jetzt meine Belohnung? Wo ist mein Schatz? Kriege ich jetzt auch einen Turm oder? Hm? Irgendwas? Oh ja, da ist doch was. Bin noch nicht überzeugt. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. Was auch immer das war. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern! Halt, was tust du da? Ah, nicht auf diesem Weg! Die Tür! Ja, und der Turm ist auch weg. Sehr cool. Aber wo ist nochmal Kovir? Ich habe es vergessen. Du bist am Leben und gesund und munter? Ich bin nur klatschnass. Zeigst du mir, wie man fliegt? Ein andermal vielleicht. Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen. Und der Sturm, er war sofort weg. Habe ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Gern geschehen. Ich will von euch kein Geld. Danke, aber ihr braucht das Geld viel dringender als ich. Er ist nicht nur nützlich, sondern auch großzügig. Inga! Was? Ich habe einen Magier im Turm getroffen. Er wollte den Turm schnell von hier wegbringen. Er hat mich für meine Hilfe großzügig belohnt. Wenn das so ist, bleibt uns nur unser Dank. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl.
Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drinnen gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte Ruhm. Ach. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Ja, es tut mir leid. Danke nochmal für deine Hilfe. Ach, ich mag dieses Dorf. Und somit haben wir den Turm verjagt. So, jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig, warum sie sich hier zu Wort gemeldet hat. Okay, sie wird jetzt nur noch als Bauer deklariert. Nicht mehr als Inga. Oder? Das war doch Inga. Ja, es war eigentlich Inga. Okay. Nun gut, in diesem Sinne haben wir hier alles getan, glaube ich. Hier gibt es auch vermutlich kein Anschlagebrett. Da oben ist ein Schmied. Zu dem gucken wir mal. Hörst du das? Das ist Freya. Sie knirscht mit den Zähnen. Das heißt, dass es Krieg gibt. Zeit, die Schwerter zu schärfen. Wer führt euch jetzt, da Bran tot ist? Wir brauchen keinen König, um es den Schwarzen zu geben. Kein Grund zu warten. Zeig mal, was du auf Lager hast. So, wir können wieder ein bisschen Krempel verkaufen. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf. 25 Ausdauer, wir haben einen mit 80. Den Sattel brauchen wir wohl nicht. Das blaue Zeug geht alles. Vielleicht weg, vielleicht auch nicht. Wir sollten uns da vielleicht doch nochmal das ein oder andere angucken. Ja, die Hose brauchen wir nicht. Die Schuhe wären jetzt interessant. Aber die haben so wenig Effekt. Deswegen hatte ich die damals, glaube ich, auch aufgehoben. Und 4 Rüstung plus ist jetzt nicht die Welt. Wie man gemerkt hat, kommen wir ja auch so ganz gut klar. Okay. Die Mondklinge. Ja, okay, unser Schwert ist besser. Ja, das war eigentlich im Groben und Ganzen erstmal schon alles. Wir haben 89 von 160 an Platz verbraucht. Ja, reparieren wir mal bitte alles. Und... Nee, zerlegen sollte man nichts. Obwohl doch, wir können eigentlich diese Mondklinge können wir doch eigentlich zerlegen. Halt. Welche das wäre? Diese hier? Ja. Welche ist es das hier? Tänzerin? Wo hab ich das denn her? Aha, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Oha! Aber das ist ja ganz gut hier. Ein Silberschwert, Ginweil Aid. Plus 19 Schaden, das ist schon mächtig. Zwar weniger Nebeneffekte, aber ist sonst ja 20 stärker. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Momentan brauchen wir es noch nicht dringendst. Sehr gut. Bis dann. Ach, ich wollte mich reparieren. Ah, nee, ich habe mich repariert, genau. So, aber wir können uns jetzt wieder unserer Schatzsuche widmen. Das ist nämlich der letzte Teil, der uns hier, glaube ich, fehlt. Oh, die Schande. Ich kenne Bjorn schon so viele Jahre. Ich habe eure Unterhaltung zufällig mit angehört. Die Prüfung des Weges. Was ist das? Eine uralte Tradition auf Anskellig. Junge Männer müssen den sogenannten Weg meistern. Nur dann werden sie echte Krieger. Und wie sieht dieser Weg aus? Der alte Gunnar kann dir alles über den Weg der Krieger erzählen. Er ist für das Ritual verantwortlich. Er lebt am Fuß des Adeklove. Okay. Du kommst von weit her. Ich habe Lust, dies zu tun. Deswegen machen wir das auch. So, Plötze kommt aus dem Gasthaus. Wunderbar. Ey, ich habe euer ganzes Dorf gerade schon. So, egal. Okay, was ist hier eigentlich links? Ist das ein Friedhof oder? Was ist das denn, eine Arena? Das scheint mir echt eine Arena zu sein. Okay, nun gut, aber wir widmen uns mal unserer Aufgabe.
wollen uns mal nicht aufhalten lassen. Huch. Mach langsam. Würde Freya über dich wachen. Keine Sorge. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, hast du mich bald vergessen. Sowas darfst du nicht sagen. Ein Mann, der kein Krieger ist, sollte vergessen werden. Interessant. Ein Krieger langsamer. Mit zwei Klingen? Eine reicht doch, wenn man sich aufs Kämpfen versteht. Wir kennen uns doch gar nicht. Was ist denn dein Problem? Diese Inseln gehörten einst uns allein. Fremde wagten sich nicht her. Und falls doch, kehrten sie nicht zurück. Das waren noch Zeiten. Aber nicht für diejenigen Unglücksraben, die hier gelandet sind. Bist du Gunnar? Wer will das wissen? Und warum? Ich will den Weg der Krieger gehen. Kein Fremder hat das je versucht. Aber wenn du mit dem Leben durch bist, nur zu. Was muss ich tun? Der Pfad hat zwei Abzweigungen. Eine führt auf die Gipfel der Berge, die andere in die Eingeweide der Erde. Wenn du beide beschreitest, beweist du deine Tapferkeit. Erzähl mir mehr über den Bergpfad. Er führt auf den Gipfel des Ardeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Klingt nicht allzu schwierig. Du hast noch nicht viel Zeit in unseren Bergen verbracht. Kannst du mir mehr über den unterirdischen Pfad erzählen? Führt er in eine Art Höhle? Ja, aber die Zuwege sind überflutet. Kein Festländer hat es je geschafft, hineinzutauchen. Da muss man von Kindesbeinen an geübt und jede Menge Perlen hochgetaucht haben. Wir werden sehen. Was sonst noch? Am Ende der Höhle wartet eine Überraschung. Nimm an dich, was du dort findest, und bring es mir. Eine Überraschung? Welcher Art? Das wirst du schon sehen, wenn du bis dorthin kommst. Lass dich nicht von den Harpien erwischen. Interessant. Nun, ich habe keine Angst, es zu versuchen. Nicht nur fremd, sondern auch noch dumm. Tja, dagegen gibt's kein Mittel. Nun, lauf zum Gipfel des Ardeklove. Nimm den scharlachroten Schal. Dann weiter zur Höhle. Und am Ende findest du etwas, das ich dir nicht verraten werde. Dann los, zeig der Welt deinen Wert. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? So, okay, dann wollen wir mal gucken. Ich stelle mir nur die Frage, wer bringt denn immer den Schal wieder da hoch? Da muss doch immer wieder jemand da hochrennen. Das ist der Oberkrieger schlechthin, oder wie? Hui. Oh, ups. Ja, das war Absicht. So, ich wollte euch nur mal zeigen, wie es nicht geht. Okay, also nochmal. Und zwar mit Schwung. Hui. So, hier kommen die Harpien. Oh, da liegt schon der erste Toad. Ach komm, ernsthaft? Wow. So, weil Geralt kurz vor seinem Sprung sein Schwert gezogen hat, konnte er nicht mehr springen. Liebe Entwickler, warum? Warum muss das so sein? Okay, also dürfen wir uns das ganze Gespräch nochmal anhören. Aber dazu habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust. Das heißt, ich werde mich jetzt aufgrund dessen, weil mich das gerade nervt, einfach die Schatzsuche machen. So. Die wir eigentlich schon die ganze Zeit vorhaben. Und heben uns die Prüfung für eine andere Folge auf. So. Okay, wo komme ich denn jetzt? Okay, ich muss wahrscheinlich da oben in die Ruine rein. Die jetzt anscheinend nicht so ganz so einfach zu erreichen ist. Komm ich hier unten irgendwo hin? Irgendwo rein? Nein? Oder? Nein? Okay, wir rutschen ganz schön weit runter. Hier vielleicht? Sieht nicht so aus. Aber hier oben scheint ein Pfad zu sein, oder? Vermute ich jetzt mal. Gucken, ob wir hier außenrum da hochkommen. So, haben wir eine Rutschpartie gemacht. Auch nicht. Nein. Nein. So, aber hier muss man doch irgendwo reinkommen. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Pfad. Also muss es doch eine Möglichkeit geben.
Und sag mir nicht, dass das mit der Prüfung jetzt zusammenhängt. Da habe ich jetzt eigentlich echt keine Lust drauf. Ah, okay. Ich scheine so reinzukommen. So, wunderbar. Ich komme hier auch nicht rein. Oh, doch, ich komme hier rein. So, ich glaube nicht, dass das unbedingt so gewollt war. Aber es ist möglich, also ne, wollen wir uns mal nicht beschweren. Und aus Sicherheitsgründen speichern wir. Ja. Okay, ich glaube echt, dass das kein vorgesehener Weg ist, den ich hier beschreite. Oh Gott. Nein, 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 komm, Geralt, du kommst hoch. Nein, 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 nein. Das ist doch eindeutig ein Pfad und wieso darf ich den nicht lang gehen? Okay, wir versuchen das noch einmal dort oben. So. Okay, einfach mal hier wieder sneaky peeky. So, da hoch. Und jetzt werde ich nicht springen, sondern werde versuchen, hier hochzukommen. Na, Geraldo, tu es. Hier vielleicht? Wo vor? Oh. Okay, hier muss ich echt vorsichtig sein. Komm schon, irgendwo kommst du hier schon hoch. Nein? Okay, wenn ich jetzt darüber springe, naja, dann komme ich so auch nicht weiter. Nee. Oder? Boah, doch. Haha. Ausgetrickst. Und hier ist sogar ein Kletterpfad. Nice. Das war irgendwie gewollt, dass ich hier hochkomme. Okay, die lässt mich eh in Ruhe. Dann lasse ich sie auch mal in Ruhe. Hier komme ich da runter. Ja, sieht so gewollt aus. Hallo, Bergziegen. Okay, sollen wir Licht machen? Okay, und ein Sprung. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Gut, dass sich Geralt festgehalten hat. Und somit sind wir da, wo wir hin sollen. Und vielleicht ist das ja die ehemalige Festung der Bärenschule. Da müssen wir hier rein. Vorsichtshalber nochmal kurz speichern. Okay, da vorne ist ein Thron. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Also ganz geheuer ist es mir ehrlich gesagt nicht. Was haben wir hier? Klar kommt dort eine Erscheinung. Aber vom Level her viel zu niedrig für uns. Die Ballade von Thorgeir dem Roten. Da bin ich aber mal neugierig. Halt. Leute, hört, ich will euch singen und euch manche Kunde bringen. Es war ein Jarl, ein tapferer Recke. Er schlug die Feinde gleich am Flecke. Niemals wollt ihn der Mut verlassen. Mit Jarl Thorgeir war nicht zu spaßen. Die Insel, die waren ihm viel zu klein, und darum fuhr er in die Alba hinein. Nicht lang, und er stand vor dem goldenen Türmen. Dort ließ er erbeben, die Stadt ließ er stürmen. Doch Nilfgaard, das wusste sich trefflich zu wehren, es ließ dem Jarl Mörder als Mannen bescheren. Es lockten mit Reichtum die Nilfgaarder dann, nach Skellige so manchen Verbrecher heran. Gegürtet zur Schlacht stand der Jarl wohl im Fort, doch Nilfgaard ist er los, wie Dämon und Chord. Sie richteten auf das Fort ihr Katapult. Die Wände zerbarsten, es kam zum Tumult. Ein Trümmermeer schlug die edelsten Leut und fiel der Name, die kennt man noch heut. Viele der Namen kennt man noch heut, so. Tore von Dovre, der schlummernde Bärt und der Wächter des Jarls, der Hexer Gerd. Rest der Ballade unleserlich. Okay, es geht also um einen Hexer. Na, die Sirene können wir noch... Sirene, sag ich schon. Die Erscheinung können wir noch looten. Ich habe zu viele Sirenen bekämpft in der Vergangenheit.
So, was haben wir hier? Muss die doch irgendwas bewacht haben. Oh, ein Schalter unter anderem. Okay. Verbessertes Draconoidenöl. So, das ist ganz gut. Den Schalter können wir mal betätigen. Ich glaube, damit werden wir hier ein Tor öffnen. Ja, und gleich mal eine Erscheinung freilassen. Warum auch nicht? Sogar zwei. So, die war jetzt nicht unbedingt schwer. Oha, hier geht's auch runter. Aha. Ja, komm her. Hier bin ich. Hallo. Wow, ernsthaft? Da bereitet man sich mal vor und dann sowas. Oh. Okay, der ist wohl nicht mehr so frisch. Schauen wir mal hier links. Aber hier, oh. Aber so lange können die hier noch gar nicht liegen, weil die ja noch nicht verwest sind. Ohne jetzt unhöflich sein zu wollen, aber... Hm. Okay, hier scheint gar nichts zu sein. Nein, nein. Gehen wir hier Wasser? Ist hier Wasser? Wieso habe ich hier Wassergeräusche? Okay, dann bleibt uns wohl nur noch dieser Gang hier. Ganz vorsichtig. Apropos vorsichtig. Ist jetzt das Tor zugegangen? Super. Warum auch nicht? Okay. Gucken wir mal kurz hier in den Seitengang. Einfach aus Neugier. Das sind Fackeln, die ich entzünden kann. Und mehr nicht. Nein. Komisch. Ernsthaft? Ja, dann kommt halt her. Wenigstens seid ihr mal eine Herausforderung. Die anderen waren ja noch jung. So. So viel zur Herausforderung. Aber ich will mich mal nicht beschweren, denn am Ende kommt hier dann wieder ein Level 3 Skablis oder so und dann stehe ich wieder da. Okay, jetzt erstmal hier hoch oder erstmal hier hoch? Okay, hier geht's auch nicht wirklich weit, also werde ich doch hier lang müssen. So. Hier auch, einmal hoch. Dieses da werde ich wegpusten können. Genau. Und wir sind im Thronsaal. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht lange alleine sind. Denn auch hier liegen ein paar Skelette. Und ich vermute, dass die auch irgendwie mal irgendwann zu einer Erscheinung geworden sind. Ne? Die Ballade vom Gerd dem Hexer geht hier weiter. Die Chroniken des Clans Torgeir. Und natürlich unsere Schemen. Sehr gut. Aber es sind nur 4 von 7. Hm. Hier ist ein Tor aufgegangen, vermutlich. Oder zugegangen. Und habe ich nicht irgendwie sowas gesagt? Ja, komm her. Aha. Ah, gleich 2. 3. 2. Aua, ist ja gut jetzt. Komm, lass dich töten. So, die andere hängt immer noch da vorne fest. Okay, da war es nur noch eine. Und da waren sie weg. Gut, gut. So, den Schalter habe ich vorhin schon entdeckt. Da können wir gleich mal raus. So. Und dann haben wir auch hier wieder bravourös alles erreicht und unsere Schemen geholt. So, was haben wir hier noch? Okay. Mehr wird... Oh, doch, ich kann hier noch hochklettern. Aha. Ist das jetzt hier der Berg, auf den ich... ja, ne? Okay.
Ist das der Berg, den ich hier erklimmen soll, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt noch neugierig. So, zack. Hier hoch, zack. Vielleicht können wir den Schal ja so schon mitnehmen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz andere Richtung, die wir hier eingeschlagen haben, als wie das für die Kriegerprüfung. Nein, hier, ja. Oh, das ist doch eigentlich hier so extrem hoch und... Ich glaube, es handelt sich hier um den Berg. Das Schwert können wir auch mal wegpacken. So, bevor ich nämlich jetzt hier abstürze, mal speichern. So. Oh. Hier wohnt jemand? Hallo. Klau dir dein Zeug. Wer wohnt denn hier bitte? Hm. Sprung! Jawohl. Gerade so. So, komm. Hoch da. Jawohl. Hier liegen auch Skelette. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Huch, hallo? Geralt, wieso? So, Geralt, komm. Mach's diesmal richtig. Okay. Ja, beinahe wieder runtergerutscht. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, das ist auch ein Ort der Macht. Und ich vermute, hier ist eigentlich auch die Prüfung. Zeichen, dass die Prüfung des Geschicks abgeschlossen wurde. Ja, schön. Dann haben wir das auch gleich mal mitgenommen. Und ein Schnellreisepunkt ist hier auch noch. Wo geht's hier? In den sicheren Tod. Oder kann ich da runterrutschen? Ich vermute, das ist tatsächlich zum schnellen Abstieg gedacht. Interessant. Wow, aber ganz schön neblig hier oben. Sind hier tatsächlich in den Wolken drin. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir uns dann dem anderen Teil der Prüfung stellen werden und wahrscheinlich auch die Bärenschulenausrüstung weitersammeln. Und ich freue mich wieder, wenn ihr...